Peggys Vorfahren stammten sowohl mütterlicher als auch väterlicherseits aus Europa und begannen in Amerika als Hausierer. Die Familie ihrer Mutter, die Seligmans, gingen ins Bankgeschäft. Und die Familie ihres Vaters, die Guggenheims, in den Bergbau. Binnen 50 Jahren brachten sie es vom Hausierer zu unglaublichem Vermögen. Obwohl die Guggenheims viel reicher waren, wurden sie von den Seligmans verachtet, weil die später als sie eingewandert waren. Peggys Mutter Florette war eines der jüngeren Kinder von James Seligman. Alle waren sehr exzentrisch. Florette machte alles dreifach. Sie trug drei Uhren. Auch drei Mäntel? Ja, alles dreifach. Freud hätte es wohl erklären können. Peggys Verwandte waren berühmt für ihre schrulligen Ticks. Da gab es eine Tante, Fanny, die sang alle ihre Sätze. Wenn sie jemanden besuchte, sang sie: Hallo, hier bin ich! Das machte ihren Ehemann so verrückt, dass er sie mit einem Baseballschläger töten wollte. Als das nicht klappte, ertränkte er sich im New Yorker Reservoirsee. Ben, Peggys Vater, war hoch. Als Peggy geboren wurde, war Ben ihr Vater schon hoch angesehen. Sie hatte zwei Schwestern, Benita und Hazel. Sie liebte Benita abgöttisch. Andere Freunde hatte ich nicht. Hat Ihre Mutter keine Mädchen zum Spielen eingeladen? Niemals.